Vizepräsident, verschiedene Fachschaften, verschiedene Hochschulgruppen, GEW, DGB und auch Vertreter des DUPA und des ASTA haben Forderungen erbracht. Und wir möchten Sie jetzt bitten, stoppen Sie die Bildungsbremse. Kommen Sie hier rauf und stehen Sie uns Rede und Antwort. Nelly möchte sich dazu äußern. Zunächst mal herzlich willkommen. Das sind ja Überraschungsgäste. Ich habe heute Morgen eigentlich mich mit Gewaltenteilungsfragen beschäftigen wollen. Aber das ist natürlich auch mal sozusagen eine Alternative in einer Theorievorlesung. Großer Respekt, gut organisiert, als jemand, der mal selbst einen Streik organisiert hat, als Studentenvertreter, habe ich dafür auch eine gewisse Sympathie. Ich kann zu einer ganzen Reihe von Fragen, weil sie sehr detaillierte Fragen sind, also die Berechnung von Curricularnormwerten, um ein Beispiel zu nehmen, kann ich Ihnen nicht vormachen. Ich kann Ihnen nur ein paar generelle Dinge sagen, die uns ähnlich wie Sie natürlich bewegen. Die Universitätsleitung verfügt nicht über eine Gelddruckmaschine, auch die Landesregierung nicht. Und wir sind als Hochschulleitung zusammen mit den entsprechenden Gremien in einem Hochschulentwicklungsprozess, bei dem vieles auf den Prüfstand muss, nicht weil wir, schlechtere Studienbedingungen ihnen verschaffen wollen, sondern weil wir Rahmenbedingungen haben, die sich verändert haben. Und ich muss ein paar Rahmenbedingungen nennen. Natürlich können wir sagen, gespart werden, sehr sympathisch, gespart werden soll überall, nur nicht bei uns. Das habe ich schon mal gehört, auch an anderen Stellen, in anderen Bereichen des Arbeitslebens. Ich will Ihnen nur so ein paar Argumente, die die studentischen Vertreter, die zum Beispiel im Senat sind oder in den Fachbereichen sind, mit zum Großteil wissen, nennen, die uns dazu veranlasst haben, in der Hochschule, die zu uns dazu auch zum Teil gezwungen haben, in der Hochschule neu nachzudenken, was wir uns leisten können und was wir uns nicht leisten können. Ab Wintersemester, nur ich nenne jetzt ein paar Beispiele, ab Wintersemester haben die Professoren eine Stunde mehr Lehrverpflichtung. Da kann man sagen, warum? Ist doch nicht schlimm, machen sowieso etliche mehr als ihr Stunden. Und das ist tatsächlich so, als ihr Pflichtkontingent. Aber die Landesregierung rechnet uns vor, für euch als Universität bedeutet eine Professorenstunde pro Professor mehr 12 Professorenstellen. Also, ihr Universität habt eigentlich jetzt nicht de facto 12 Professoren mehr. Das müssten wir euch eigentlich abnehmen. Wir nehmen es euch in diesem Jahr nicht ganz weg, aber im nächsten Jahr wird es auf den Haushalt voll angerechnet. 12 Professorenstellen. Zweites Beispiel, was uns zum Umdenken bzw. zum Nachdenken veranlasst wird. Es gibt ein Gutachten über die Folgen der demografischen Entwicklung im Bereich der Lehrerbildung. Das sogenannte Klemm-Gutachten. Sie können das alle über das Internet, über die Homepage des Ministeriums oder wo auch immer, geben Sie bei Google ein Klemm-Gutachten. In diesem Klemm-Gutachten sind sehr detaillierte Aussagen gemacht über Lehrerbedarfe. Und es wird sehr deutlich, dass, ich sage das jetzt mal so ganz vorsichtig, die frei werdenden Lehrer aufgrund der Pensionierung von alten Leuten wie mir nicht mehr frei werdenden Lehrerstellen nicht mehr alle besetzt werden. Es wird dramatische Einbrüche in bestimmten Bereichen geben. Die Grundschulen treffen es zuerst am stärksten. Das ist ja klar, weil der demografische Wandel
mit der geringer werdenden Schülerzahl sozusagen durch die verschiedenen Schulstufen wandert. Das heißt, wir werden uns in der Hochschule überlegen müssen, wie hoch die Kapazitäten in welchen Bereichen bleiben, wobei richtig ist, dass zum Beispiel Musik ein Mangelfach ist und wohl ein Mangelfach bleiben wird. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Wir haben unseren Kolleginnen und Kollegen, das muss noch durch den Senat gehen, zugemutet, dass wir, das ist die Frage, wo kriegen wir Geld her? Wo kann man einsparen? Wir können genau berechnen, wann die Universität in ein Defizit läuft. Wir sind eine Universität, die bei allen starken Entwicklungen, die ich selbst auch miterleben durfte in den letzten 15 Jahren hier, einen Geburtsfehler haben. Wir waren schon immer in der Grundfinanzierung unterfinanziert. Wir sind die im Lande am schlechtesten finanzierte Universität. Und dieser Geburtsfehler, sage ich jetzt einmal, holt uns immer mal wieder ein. Und Sie dürfen mal nicht vergessen, als ich hier vor 15 Jahren nach Landau kam, hatte ich einen Studiengang zu bedienen. Lehramt an Grund- und Hauptschulen. Um Ihnen mal deutlich zu machen, wie sich diese Universität in den letzten Jahren entwickelt hat. Und wir haben nach und nach zum einen das Lehramt an Realschulen und vor wenigen Jahren das Lehramt an Gymnasien, wo wir meinten, es vertreten zu können, eingeführt. Unter starkem Druck auch der Kollegenschaft, die das wollten, und der starken Druck auch der Studierenden, wobei wir immer wieder gesagt haben, eigentlich könnten wir es uns an der einen oder anderen Stelle nicht leisten. Und es ist ja nicht so, dass wenn man eine gute Idee hat, als Universitätsleitung ins Ministerium gehen kann, den Hut abzieht und dann sozusagen der Geldeinwurf automatisch erfolgt, sondern das ist ein schwieriger Prozess. Wir haben daneben in den letzten Jahren sehr bewusst, um nicht von den starken Konjunkturschwankungen der Einstellungspolitik, was Lehrer anbelangt, ausschließlich abhängig zu sein, eine ganze Reihe von nicht lehramtsbezogenen Studiengängen sowohl am Campus hier als auch am Campus in Koblenz aufgebaut, damit diese Universität, auf halbwegs stabilen Beinen steht. Auf der einen Seite eine Säule Lehrerbildung, auf der anderen Seite ausgewählte Bereiche, in denen wir universitäres Profil in bestimmten Disziplinen, wo wir es uns zutrauen, beziehungsweise in Forschungsbereichen entwickeln können. Also ich will sagen, und vielleicht eine letzte Bemerkung zu der dramatischen Darstellung der Personalsituation. Die Universität hat in den letzten 4 Jahren, kann auch jetzt 3 Jahre oder 4,5 Jahre sein, roundabout 200 Mitarbeiter mehr angestellt. 200, etwas mehr sogar. Könnte ich natürlich sagen, wo sind die denn? Und wir haben natürlich auch mehr Studierende über den Hochschulpakt haben wir uns ja verpflichtet, weil das allgemein auch gewünschte Politik ist, wenn Studierende studieren wollen, ihnen auch bei den geburtenstarken Jahrgängen die Hochschule zu öffnen. Unter großen Wehen, warum? Weil diese Mittel, die wir bekommen, etwa um mehr Studierende aufzunehmen, zeitlich befristete Mittel sind. Es ist nicht so, wenn Sie einen Mitarbeiter in der Germanistik oder einen Mitarbeiter in der Anglistik oder in welchem Fach auch immer, das entsprechenden Kapazitätsbedarf durch mehr Studenten hat, wenn Sie einen solchen Mitarbeiter einstellen. In der Regel waren das in den letzten Jahren zeitlich befristete Stellen, auf 3 Jahre in der Regel, oder 4 Jahre, oder 5 Jahre maximal. Und wir haben jetzt das Phänomen, dass natürlich alle möglichen Fächer oder Institute, und dafür habe ich auch ein Verständnis, sich daran gewöhnt haben, dass die Mitarbeiter da sind. Und wenn eine Stelle, ich könnte Ihnen mein Fach beispielsweise nennen, ganz normal ausläuft, die war für 3 Jahre aus Hochschulpaktmitteln befristet zugesagt, wenn die ausläuft, wehrt man sich natürlich und sagt, das ist eine Verschlechterung der Studienbedingungen und da muss man sich dann genau ansehen, was man sich insgesamt noch erlauben kann und was man sich, wo die Zumutungsgrenze zu hoch ist oder nicht. Aber ist jetzt schon
Ja, klar, das stimmt immer. Mangelnde Transparenz, unnötige Verhältnisse. Da müssen Sie auch nochmal genau hinschauen. Also da müssen Sie auch ehrlich mit sich sein. Sie können ja auch gerne mal zu unseren Seminare kommen. Ja, ich weiß. Ich stelle überhaupt nicht in Abrede, dass wir Fächer haben, weil es gehört zum Beispiel auch dazu, wo es Seminare gibt, die nicht nur 60, sondern 80 im Fächerbereich zum Teil 100 Studierende haben. Ja, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Ich will das auch gar nicht schönreden. Ich will nur sagen, so die allgemeine Forderung, wir brauchen mehr und es soll anderswo gespart werden. Ja, vielleicht noch einen Satz, weil das so ein ganz neuralgischer Punkt ist, Curricularnormwerte. Ich kann Ihnen die jetzt nicht vorrechnen. Das ist ein Rechenwerk, was in der Verwaltung gemacht wird. Dahinter steckt folgende Überlegung. Und dazu gehört auch etwa die Berechnung, die höhere Berechnung von Lehraufträgen, Lehrbeauftragten, die Erwartung, dass mehr Lehrbeauftragte aufgenommen werden. Wir haben uns überlegt, wie kann man einen für alle Fächer gerechten Maßstab, wenn es um die Berechnung von Mitteln und insbesondere auch von Personalmitteln geht. Dafür gibt es die Curricularnormwerte. Da kann man an der einen oder anderen Stelle ein bisschen drehen, aber die Bedingungen und die Berechnungsgrundlage muss aus Gerechtigkeitsgründen für alle gleich sein. Wobei natürlich der Faktor der Berechnung bei, was weiß ich, einem Fach Musik ein anderer ist wie bei Anglistik oder bei naturwissenschaftlichen Fächern, in denen Praktika gemacht werden müssen. Aber die Berechnungsgrundlage ist zunächst einmal der Versuch, ein Höchstmaß an Gerechtigkeit einzuführen. Und dann haben wir Folgendes festgestellt. Der Anteil der Lehrbeauftragten ist in den letzten Jahren in allen Instituten kontinuierlich gesunken und bewegt sich bei den meisten Instituten, zwar Ausreißer gegeben, zwischen 0 und 3-4% der Anteil der Lehrbeauftragten. Der war mal viel höher. Ich habe über Jahre hinweg das Institut für Politikwissenschaft geleitet und habe einen enorm hohen Lehrauftragsanteil gehabt, weil ich der Auffassung war, das ist gut für die Studierenden und da werden auch Leute von außen reinkommen. Bis ich dann auch mal gemerkt habe, was auch andere Kollegen gemerkt haben, das wird mir ja kapazitätswirksam angerechnet. Ich schneide mir ja selbst ins Fleisch. Ich kann ja gar nicht so laut schreien, wenn ich Lehrbeauftragte reinnehme. Und so klug waren die anderen Kollegen auch. Das heißt, es wurde runtergefahren. Aber die Landesregierung, die uns ja den Haushalt zur Verfügung stellt und einen bestimmten Berechnungsmodus hat, rechnet uns bei Personalmitteln an 24% Lehrbeauftragte. Ja, 24%. Und wir haben im Zuge dieser Entwicklung Sparmaßnahmen im weiteren Sinne gesagt, wir müssen, wenn die Landesregierung uns 24% anrechnet, dann müssen wir deutlich von den Instituten und Seminaren erwarten, dass sie auch vergleichbar hohe Anteile an Lehrbeauftragten rekrutieren, dass die mies bezahlt sind und dass man da was machen muss, dass das eigentlich eine Ausbeutung ist. Ein Lehrauftrag für 600 Euro oder 650 Euro, das müssen Sie mir nicht sagen. Da kann man sicherlich sich ein bisschen bewegen, aber wir geben etwas weiter, was in stärkerer, wie soll ich sagen, als stärkerer Faktor von Seiten der Landesregierung uns auch in Rechnung gestellt wird. Das heißt, ich will damit deutlich machen, dieser ganze Prozess ist wahrlich kein Vergnügen. Wir sind mittlerweile so weit, ich darf das berichten, Frau Parlamentspräsidentin, sind Sie nicht? Bin ich nicht mehr. Das sehen Sie mal, zu was ich Sie alle mache, was ich mache. Aber Sie waren gestern in der Hochschulentwicklungskommission. Und Sie haben so ein Erlebnis der besonderen Art gehabt. Wir haben laufende Berufungsverfahren. Das ist kein Geheimnis, das ist ja praktisch öffentlich damit geworden. Wir haben laufende Berufungsverfahren von wichtigen Professuren. Ich will jetzt nicht sagen, welche. Von wichtigen Professuren.
Und die Kanzlerin hat einen Einspruch, der Präsident hat die Berufung, nachdem sie im Senat verabschiedet war, weitergegeben. Und die Kanzlerin hat sozusagen sich berufend auf ihr Recht als Chefhaushälterin die Vollbremsung getreten, mit der Folge, dass wir nächste Woche ins Ministerium marschieren und unter anderem auch mit uns mit der Ministerin über diese Frage unterhalten, was mit Berufungen passiert, die von der Kanzlerin als Haushaltsbeauftragte völlig blockiert werden. Also ich will sagen, das macht auch uns in der Hochschulleitung kein besonders großes Vergnügen. Wir sind momentan, vielleicht das noch so als generellen Hinweis, wir sind momentan in einem schwierigen Prozess, wo die Universität, wir denken bis gegen Ende des Jahres, in einem Hochschulentwicklungskonzept wichtige Linien fortschreibt. Zu diesen Linien gehört ganz ohne Zweifel, dass die Lehrerbildung eine tragende Säule dieser Universität ist und bleiben wird. Dazu gehört, dass die Fachbereiche sich in den nächsten Wochen und Monaten intensiv überlegen müssen, welche Schwerpunkte sie setzen, was ihr Profil ist, was für zentrale Prioritäten und Ziele sie angehen. Das wird dann auch Bestandteil dieses Hochschulentwicklungskonzeptes sein. Summa summarum wird aber herauskommen, da können Sie auf die Barrikaden gehen, es wird auch herauskommen, vielleicht etwas modifiziert, ein Konzept, wie wir Einsparungen vornehmen können. Und also auch die Ministerin wird kein Geld drucken und man kann vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube nachjustieren, weil natürlich die, sagen wir mal, wahrgenommenen, administrativ wahrgenommenen Bedingungen nicht immer dementsprechend, was man tatsächlich dann vorfindet. Aber es wird nicht den großen Geldsegen geben. Sie kennen das Totschlagargument, aber es ist nur ein zentrales Argument, die Schuldenbremse. Das heißt, die Verpflichtung des Landes, aller Bundesländer und des Bundes bis 2020 keine neuen Schulden mehr aufzunehmen, ist oder wirft ihre Schatten voraus. Die nächsten Haushalte, also der Landesregierung, werden das widerspiegeln. Und es gilt jetzt, uns als Universität in eine Position zu bringen, wo wir sagen können, das ist die Entwicklung, die wir in den nächsten, unter den veränderten Rahmenbedingungen, die wir in den nächsten 8 oder 10 Jahren uns vornehmen, um diese Universität auf Kurs zu halten. Wir haben letzte oder vorletzte Woche ein Pressegespräch auch, ist ja auch, glaube ich, in der Presse hier entsprechend reflektiert worden. Und die Presseerklärung hatte die Überschrift Kurs halten. Das ist in der Tat in schwieriger Zeit die Absicht der Hochschulleitung. Also davon können Sie ausgehen. Voll gegen die Wand. Ja, das sind natürlich. Ja, das sind natürlich tolle. Also keine Transparenz, Sie reden nicht mit uns, voll gegen die Wand. Was soll ich mit solchen Argumenten? Das ist schick. Die Kritik vielleicht mal annehmen und auch umsetzen. Zahlen! Wo bleibt die Gerechtigkeit? Ich habe noch einen Einwand. Wie kann es zum Beispiel sein, also ich möchte die ganzen Situationen in anderen Fachbereichen überhaupt nicht schmälern, aber ich weiß zum Beispiel, dass in der Anglistik und in der Germanistik die meisten Studierenden aufzufinden sind. Man kriegt pro Studierenden, bekommt man, ich weiß nicht, schätzungsweise 10.000 Euro oder wie viel ist das? Keine Ahnung, ungefähr in dem Bereich. Wo fließt das Geld hin, dass dann noch nicht einmal Geld für die Dozenten da ist? In neue Türen, wunderbar, die können wir gebrauchen, oder? Und wenn kein Geld da ist, warum werden dann einfach die Studentenzahlen für nächstes Semester noch höher gesetzt? Also wenn jetzt schon weniger Dozenten... Das Stichwort mit den neuen Türen muss ich mal aufnehmen. Also was Sie hier so an Neubauten sehen, ist ja nicht etwas, was wir uns als Hochschulleitung gewünscht haben, weil wir irgendwie repräsentative Ausstattung oder sowas wollen. Sondern das ist nicht zuletzt auch, also Umbau etwa C4, diese Neubauten, die weitere Anmietung
Das ist ja nicht zuletzt durch unseren Druck, aber auch durch den Druck der Studierenden, durch die Anzahl, größer gewordene Anzahl notwendig geworden, weil wir Räume brauchen. Mit dem übrigens peinlichen Vorgang, gehen Sie mal, also wir haben richtig massiv mit dem Ministerium verhandelt, sodass wir bestimmte in der Raumausstattung uns deutlich verbessert haben. Und das, was Sie neu gebaut oder renoviert etwa wahrnehmen, davon profitieren wir ja alle, wird uns als Miete in Rechnung gestellt. Die Universität zahlt aus ihrem Haushalt und das wird von Seiten der Landesregierung nicht kompensiert. Das ist einer der Punkte, der uns große Sorgen macht, weil diese Kosten, Betriebskosten und die Mietkosten durch Neubauten und Umbauten in die Höhe geschossen sind. Das wird uns im Haushalt der Landesregierung oder uns, dem zu uns zur Verfügung gestellten Haushalt nicht ausgeglichen. Ist sogar ein zentrales Problem. Und das wusste man nicht vorher, bei Ihren Berechnungen. Die Alternative wären keine Räume. Wäre das die bessere Alternative? Ja, ein anderes Berechnungsmodell. Bitte? Moment mal, wir haben mehr Studenten aufgenommen, weil dies politisch gewünscht ist, weil die Studenten auf der Straße stehen, weil sie Studienplätze brauchen. So, das ist ja zunächst einmal, eine, glaube ich, auch wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe, dass wir uns. Ja, und hier so. Stehen 11 Semester an der Uni, weil sie nirgends reinkommen und nicht fertig werden in Regelstudienzeit. Das ist doch eine Milzkrankheit. Ich verstehe die Logik nicht ganz. Wir Ihre auch nicht. Ja, ich muss den Platz braucht auch Seminarplätze. Ja, Herr Vizepräsident, Sie sprechen hier einige Punkte auch an, dafür sind wir auch dankbar. Aber ich frage mich, warum sitzen Sie mit 30 Studierenden in einem Raum, der für über 100 ausgelegt ist? Herr Sassinelli? Kann ich dazu was sagen? Gerne. Ja. Also, wenn sich 256 Studierende anmelden. Das ist sehr viel. Warum sind die nicht da? Ich kann mir denken, wo diese Studierenden sind. Wenn es sich hierbei um eine Vorlesung handelt, dann sind diese Studierenden wahrscheinlich in anderen Seminaren, die nicht überfüllt sind, weil sie andere Seminare, die bereits überfüllt sind, nicht wahrnehmen können. Herr Vizepräsident, in den Vorlesungen herrscht zwar keine Anwesenheitspflicht, aber man muss nicht unbedingt damit rechnen, dass die Nicht-Anwesenden einfach länger schlafen. Nein, sie nehmen parallele Veranstaltungen wahr. Wir sitzen selber in den Seminaren, in den überfüllten Seminaren und kommen Sie doch bitte mal der Forderung nach, schauen Sie sich in jedem Fachbereich diverse Seminare an, wie überfüllt die Räume sind. Wir sehen das anders als Sie, ist ja klar. Sie erzählen uns von Begrenzungen, von gewissen Richtwerten, von der Kanzlerin, dass Sie sich an gewisse Maßstäbe halten müssen. Aber wir fragen Sie, wir sehen das alles anders und wir sehen ja auch, wie es wirklich in den Seminaren aussieht. Wir fragen Sie auch, wie rechtfertigen Sie die steigenden Studentenzahlen mit gelegentlich neu eingestellten Dozenten? Und wenn es um Ihre Stelle, um Ihren Kopf gehen würde, würde sich zumindest Ihr Fachbereich auch aktiv einsetzen. Wir setzen uns aktiv für unsere Dozenten ein.
Vizepräsident, wir werden nicht aufgeben. Wir bitten Sie daher, unterstützen Sie uns, unterstützen Sie Ihre Studierende und kommen Sie mit uns am 10.7. nach Mainz, wenn wir in Mainz unsere Großdemo starten und weiter für unsere Rechte kämpfen. So ein Aufzug atmosphärisch und emotional wirkt, auch auf einen älteren Dozenten. Übrigens, über meine Stelle muss ich keine Sorgen machen. Ich bin ein Auslaufmodell, was mich aber nicht daran hindert, mich an der einen oder anderen Stelle besonders zu engagieren. Nein, wir haben hier, meine ich jetzt die Hochschulleitung, die akademische Hochschulleitung, Präsident, Vizepräsidenten, am 4.7. Bei der Ministerin. Deshalb war mir es nicht so ganz recht, dass jetzt heute diese Demo stattfindet, weil wahrscheinlich ich nächstes Mal seit langem zum ersten Mal eine Vorlesung ausfallen lassen muss, weil wir bei der Ministerin sind. Aber ich werde mir dann, oder ich habe dann noch so, wie soll ich sagen, das emotional bewegende Erlebnis in Erinnerung, dass ich dann vielleicht zum Auftakt des Gesprächs mit der Ministerin, wo es natürlich um all diese Fragen auch geht, ihre Sorgen, auch unsere Sorgen geht, vielleicht wiedergeben kann. Also, es ist nicht meine Aufgabe, Sie sozusagen in Watte gepackt zu entlassen, sondern denken Sie wirklich mal darüber nach. So ein Spruch, es soll gespart werden, nur nicht bei uns, ist ein Problem. Ich verstehe, dass man der Politik den Spiegel vorhalten kann und sagen kann, wenn ihr davon sprecht, dass der einzige Rohstoff unserer Republik die Köpfe sind und man in Bildung investieren muss, in Wissenschaft investieren muss, in Forschung investieren muss, in Universitäten investieren muss, dieses Argument sollte man vorbringen. Aber es gibt durchaus in dieser Gesellschaft auch legitime andere Ansprüche. Also von daher ist ein solches Argument, da delegitimieren Sie sich selbst, wenn Sie sagen, also ja, wir wollen beste Bedingungen haben, aber oder sehr gute Bedingungen oder zufriedenstellende Bedingungen haben, aber an anderen Stellen ist uns das egal. Also Solidarität, gesellschaftliche Solidarität sieht da anders aus. Und wir kommen nicht umhin, da können Sie, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir kommen nicht umhin, dass wir in den nächsten Jahren, in den nächsten Haushalten, das betrifft alle Bereiche, auch die Universitäten, uns konzentrieren müssen, uns stärker auf die Stärken besinnen müssen, auch an der einen oder anderen Stelle sagen müssen, das können wir uns nicht leisten. Die Universität Trier, um Ihnen ein Beispiel, anderes Beispiel zu geben, ist momentan in einem ähnlichen dramatischen Prozess, wobei es dort in einer Moratoriumszeit keine festen Anstellungen mehr gibt. Bis man offensichtlich haushalterisch in der Lage ist, die Dinge zu überschauen oder auch mit der Landesregierung möglicherweise Hilfen vereinbart hat. Also das sind schon dramatische Einbrüche, die wir da erleben und wo wir darauf reagieren müssen und wo wir nicht einfach sagen können, na gut, uns in Landau und uns in Koblenz trifft es nicht. Und wir sind als Universität, wir sind in einem Nachteil. Ein zweiter Geburtsfehler unserer Universität ist, dass wir zwei Standorte haben und dass wir ja gewohnt waren, fast die gesamte Fächerpalette an beiden Standorten aufrechtzuerhalten, obwohl wir auch Fächer haben mit deutlicher Unterausbildung.
auslassen. Ich mache ein Beispiel, wenn wir eine Universität, was so keiner will, und es spricht vieles für diese beiden Standorte, aber die Folgekosten tragen wir, wenn wir eine Universität mit einem Standort wären, hätten wir ein Germanistikinstitut mit 8 oder 9 Professoren. Anglistik und ähnlich. Also mit einer Ausstattung, wie man sie an großen Universitäten wie etwa Mainz vorfindet. Aber durch diese Distanzierung, insbesondere auch der Lehrerbildung, sind wir gezwungen, Doppelstrukturen aufrechtzuerhalten, auch da, wo sie finanziell eigentlich nicht vertretbar sind. Und das ist der Hintergrund auch, weshalb wir über Musik an beiden Standorten bzw. Kunst sprechen, inwieweit wir uns das leisten können. Also vielleicht direkt zu diesem Punkt der Musik. Ich hatte da ja auch gestern mich schon geäußert, ich bin übrigens momentan Referentin für Hochschulpolitik im AStA, aber auch für euch im Senat. Und es wird von den Studierenden des Senates einen Vorschlag für Einsparmaßnahmen auch in dem Bereich Musik geben, mit der Möglichkeit, an beiden Standorten die Musik zu erhalten. Ich hoffe, dass Koblenz Ähnliches plant für die Kunst. Die Aussagen, dass wir eigentlich eine Universität sind, dann auch mal ernst nehmen und es dann nicht Probleme gibt, wenn Professoren zum Beispiel verschoben werden müssten, um ein solches Konzept durchzusetzen. Im Endeffekt hätten wir mit dem Vorschlag, der eingebracht wird, der noch nicht ganz fertig ist in der Erarbeitung, der aber rechtzeitig vorliegen wird, hätten wir die Möglichkeit, das an beiden Standorten zu erhalten. Es wäre die Möglichkeit da, dass sich mehr Studierende einschreiben könnten, weil, das hatte ich Ihnen auch schon erläutert, wir nun mal standortgebunden regional sind für die Studierenden. Das heißt, es werden nicht mehr nach Koblenz kommen. Und mit der Ausstattung, die wir hätten, auch in gerechter Verteilung auf beide Campi, wäre auch der Erhalt der Musik an beiden Campi mit den Studierendenzahlen, wie sie jetzt vorliegen, auch machbar. Und dann würde ich mir aber auch wünschen, dass das ernsthaft diskutiert wird und nicht einfach abgetan wird. Wenn Sie entsprechend intelligente Konzepte haben, mit Sicherheit. Kluge Konzepte. Frau Leuschner weiß. Aber ich frage Sie, wie ist das eigentlich mit den Studierenden im Trierraum? Wieso erwarten wir nicht ganz selbstverständlich, dass eine Universität wie Trier, die ähnliche Schwerpunktsetzung wie wir hat, geisteswissenschaftliche Orientierung, eine ähnliche Fächerpalette, weder das Fach Kunst noch das Fach Musik anbietet. Mit welchem Recht, Entschuldigung, wenn ich das so sage, mit welchem Recht pochen wir darauf, dass die Universität Koblenz-Landau dies gleich zweimal tut? Die Fächer Kunst und Musik. Weil die Bedarfe gedeckt werden müssen. Die Bedarfe im Lehramtsbereich müssen gedeckt werden. Und das liegt ja nicht daran, dass... Der Bedarf betrifft das Land insgesamt. Ja, aber die Strukturen an dieser Universität sind ja nun mal da. Und warum soll man die zerschlagen, wenn man mit einer anderen Verteilung und genau demselben Geld an beiden Standorten was erhalten kann, was man sonst nur an einem erhält, aber nicht kapazitär füllen kann, weil nicht genug Studierende an einen Standort kommen? Das ist doch... Ich bin ja ein etwas älteres Haus und erinnert sich so an manche Diskussionen. Ich saß 10 Jahre im Fachbereichsrat des Fachbereiches 6, in dem auch das Fach Musik angesiedelt ist. Und ich habe dort über Jahre hinweg auch miterleben dürfen und habe das explizit in Frage gestellt, auch was bestimmte Elemente der Musikausbildung anbelangt, ob die so sein müssten. Auf Einzelunterricht und all diese Dinge habe das noch sehr intensiv in Erinnerung, wie vehement man mit dem Qualitätsargument und es ist jetzt ein Punkt, in diesem Bereich Position bezogen hat. Also ich bin sehr gespannt auf.
Herr Rattore, wir danken Ihnen für Ihre Stellungnahme. Ich möchte Ihnen auch im Namen der Fachschaft Grundschulpädagogik. Waren Sie noch nicht fertig? Ja, okay. Ich möchte Ihnen im Namen der Fachschaft Grundschulpädagogik noch eine konkrete Berechnung in die Hand geben. Sie haben mich eben mit Herrn Rattore angesprochen. Herr Vizepräsident, Sanchinelli, Entschuldigung. Ich hatte vorher noch nie was mit Ihnen zu tun, es tut mir leid. Das ist natürlich schade, ne? Das ist ja was. Auf jeden Fall, Herr Sanchinelli, wir danken Ihnen für Ihre Stellungnahme. In Ihren Händen halten Sie eine konkrete Berechnung der Fachschaft Grundschulpädagogik zum Fall Herr Rattores. Und Sie können dazu Stellung nehmen, Kontaktadressen und Kontaktdaten stehen oben drauf, wir würden uns freuen. Von anderen Fachschaften werden sehr wahrscheinlich auch noch Berechnungen folgen oder Forderungen, wenn Sie sie nicht heute schon aufgeschnappt haben. Und in diesem Sinne, wir bleiben am Ball, wir werden uns weiter für unsere Rechte einsetzen und wir ziehen jetzt mit musikalischer Untermalung wieder zurück zur Künstlerwiese. Applaus